Willkommen zurück, Leute, zu Secret of Evermore. Wir befinden uns hier im ersten Tempel, Dungeon, wie auch immer. Und, ja, hier geht es darum, es ist ein etwas nervigerer Bereich, das kann man schon mal sagen. Ihr werdet auch gleich ziemlich schnell merken, warum dieser Bereich ein wenig anstrengend sein kann. Oh, ich erreiche Level 6. Das ist natürlich ziemlich nice. Noch seht ihr es nicht, aber es wird ja gleich passieren. Schauen wir doch, gehen wir doch mal weiter. Ihr seht ja schon, dass gewisse Bereiche hier vielleicht ein bisschen anders aussehen, ne? Genau. Die brechen nämlich ein. Ey, der Hund backt sich da einfach mal so durch. Okay. Und wir müssen jetzt den richtigen Weg finden. Das ist halt so das Ding. Es kann sich ein kleines bisschen ziehen. Eventuell, man munkelt. Manch einer würde sagen, Alter, das kann sich ziehen, Vesado. Und demjenigen würde ich halt auch recht geben. Selbstverständlich. Aber nichtsdestotrotz gehört dazu, und da das ganze Spiel sowieso, also halt wie Mana, ne, sehr, sehr labyrinthartig aufgebaut ist, muss man sich halt mit solchen Dingen abfinden. Genau wie, dass man gewisse Sachen niemals findet und so, und zum Beispiel nie Wachs findet. Warum ist hier nie Wachs? Ich meine, jetzt können wir ja mal, wir können ja mal zaubern in diesem Moment, ne? Schauen wir mal, was einer von unseren 6 Blitzen auf beide anrichten würde. Und das ist, ja. Ja. Das ist beinahe okay, aber. Naja, ne? Naja. Schon mehr gelacht. Weiß ich nicht. Wird besser sein. Da komme ich natürlich nicht so hin. Es wird generell kackschwer, den Weg hier zu finden. Es ist halt ganz gut, wenn die Dinger alle kaputt gehen, weil dann gehen wir den Weg nicht zweimal falsch. Das ist halt der Vorteil. So, diese Rutschen am Rand sind halt dafür da, wenn du dich... Wenn du dich mal wieder festgebackt hast, sozusagen, weil du dich in eine unlösbare Position gebracht hast, dann kannst du da wieder runter. Aha. Gut. So viel dazu zu dem, was wir uns hier erwarten wird. Und jetzt nochmal ganz kurz in die tiefen Gefilde der Kommentare. Da ist gestern ein Kommentar aufgetaucht, wo ich mir dachte, ja, genau, habe ich mir gedacht, genau. Natürlich. Ist klar, Digga, ist klar. Und auf jeden Fall ging es darum, tut mir leid, aber solche Spiele guck ich nicht. Also so JRPG-mäßige Spiele. Wo man sich dann so dachte, ne? Und hat auch jemand dann darauf geantwortet, so, warum bist du dann auf diesem Kanal? Denn diesen Kanal kommen nur solche Spiele. Das ist ein guter Einwand, Mann. Das ist ein sehr, sehr guter Einwand. Sehe ich genau wie du. Sehe ich genau wie du, Mann. Und dann die Antwort darauf, ja, weil Volumok und Keggy den Kanal haben. Ja, aber Leute, pass auf, ne? Wenn ihr das jetzt seht, dann seid ihr theoretisch auch an diesem Spiel interessiert und an dem Kanal. Aber das ist halt genau das, was wir nicht wollten. Ne? Das ist halt genau das, was wir nicht wollten. Es ist einfach 1:1 genau das, wovon gesprochen wurde, was wir hier nicht haben wollten. Es war klar, dass das sowas zwischendrin kommen wird. Ne? Natürlich. Aber warum? Warum? Leute, warum? Warum denn? Dann schreib doch nicht sowas auch noch, sodass man direkt weiß, du bist ein in Klammern Idiot, weil, warum? Und wenn du dann schon, und warum schreibst du mir das dann auch noch? Das ist doch blöd, das hat doch keinen Sinn. Das ist doch ohne jeglichen Sinn und Verstand. So, wir müssen wieder runter, das ist halt auch ohne jeglichen Sinn und Verstand, was ich hier mache. Aber wir waren schon ziemlich weit oben, so wie ich das gerade gesehen habe. Ein bisschen zu schnell. Wie weit ist denn eigentlich mein Waffenlevel? Das würde mich mal interessieren. Oh, okay, der Knüppel ist gleich aufgeladen, beziehungsweise kann gleich in den Auflademodus gehen. Das ist doch ganz schön.
So, wir haben ja schon fast den richtigen Weg gefunden, würde ich mal behaupten. Wir sind auf jeden Fall auf einem... Scheiße. Einem guten Weg, wollte ich vorhin sagen. In Klammern. Wette das... Oh nein, es bricht. Nee, es bricht nicht. Gott sei Dank. Das bricht aber. Das war auch nicht gut. Weil dann... Das bricht auch. Wo soll ich denn dann hin? Moment, Moment, Moment. Nö. Hier ist einfach... Okay. Dead End. Interessant. Wo sind wir denn da jetzt falsch abgebogen? Da muss ich mir doch nochmal in aller Ruhe und Genauigkeit angucken. So, wir gehen mal hier rum. Und dann gucken wir nochmal oben. Was heißt oben? Oben ist immer richtig. Wir müssen nach oben. So viel kann man sagen. Ah, Moment hier, ne? Am letzten Mal nicht hier lang gegangen. Ich wollte gerade sagen, jetzt bin ich schon wieder... Es sieht halt immer alles gleich aus, ne? Das ist halt auch so ein winziges Problem eventuell. Durch die Tatsache, dass alles gleich aussieht, bist du einfach auch verwirrt. So nach dem Motto, was? Warte mal, wann? Muss ich hier lang? Oh. Okay, ich komme nicht drum rum. Ich komme halt einfach nicht drum rum. Gib mir ein Blatt. Gib mir mal ein Blatt. Eigentlich müsste ich dem Hund auch ein Blatt gönnen. Aber das will ich natürlich nicht. Ein Arschloch bin. Genau, Hundi, sehr schön. Außerdem wird der Hund bestimmt gleich auch ein Level aufsteigen. Ich bin mir fast sicher. Genau wie ich eigentlich auch bald mal ein Level aufsteigen sollte wieder. Und die Knochenaxt halt auch bald die Stufe... Oh. Die Stufe 2. Knochennüppel erreicht Stufe 2. So, jetzt können wir ihn nämlich aufladen. Passt auf. Wupp, 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 wupp. Dauert halt ewig. Dauert halt leider Gottes ewig. Und wenn man dann... Oh ne, wenn man das Bild verlässt, ist es nicht weg. Okay, dachte ich. Dann lass mal kurz warten. Nochmal wupp, 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 wupp. Hier ist natürlich kein Gegner. Ein Blatt gefunden. Top. Ja. Das Aufladen dauert halt so lange, dass ich es die meiste Zeit wahrscheinlich nicht nutzen werde. Aber ihr solltet auch wissen, wie viel mehr Damage das macht. Nämlich einen ganzen Arsch mehr. Mehr als Doppelte. Von daher schon sinnig. Definitiv. Du hast genug Blätter. Ja, dann benutze ich eins. Dann benutze ich natürlich eins. Und zwar... Ausnahmsweise mal auf unseren Hund, ne? Weil danach haben wir ja wieder 6. So, wir stehen jetzt nicht mehr allzu weit vom Boss weg. Was auf der einen Seite ganz schön ist. Auf der anderen Seite aber auch... durchaus ein Problem ist. Weil wenn er uns besiegt, dann muss ich vom letzten Checkpoint wieder ausspielen. Und ich will ja nichts sagen, aber... Das wäre nicht so geil. So, hier muss es doch noch irgendwas geben. Aber hier waren wir auch noch nicht. Ja, das wäre nicht so geil, ne? Brauchen wir, glaube ich, nicht. Alter, come on, als ob die mich jetzt immer treffen und ich immer daneben haue. Genau wie bei den Moskitos. Ein Hundekuchen. Okay, wenn der Hund stirbt, ne? Ist alles fresh. Ich muss noch ein Level aufsteigen. Wie ist das denn aktuell? Wo befinde ich mich denn? In Sachen Level aufsteigen. Kleidung, Verhalten, immer wieder befinden, Erfahrung, 930, noch 361 für ein Level Up, noch 361 für ein Level Up. Frage ist halt jetzt, wie viel kriege ich für einen Gegner? Ah, weil hier kommt schon der Boss, es ist einfach Fakt, da ist der Boss hinter. Okay, ich gönne mir mal den einen Nektar, damit ich wenigstens volle Energie habe. Ja, und dann... werde ich wahrscheinlich alle meine Spells raushauen. Das ist so ein bisschen der Plan. Wir können mal in den Spell-Modus schon mal gehen. Hitzeblitz 5-mal, Schlammbombe 10-mal. Okay, dann... Viel Glück, würde ich sagen. Viel Glück gegen Vulgor. Der Typ auf der Verpackung von Secret of Evermore. War eine sehr eindrucksvolle Verpackung, ne? Da denkt man sich sofort so, boah, muss ich haben. Und so war es dann auch. Natürlich. So, die Sache ist jetzt die...
Hitzeblitz auf alles, was hier so ist. Ah, okay. Wenn wir den Hitzeblitz nutzen, macht er den Laden auch auf. Weil wir wollen... Das ist natürlich kacke, wenn er dann schreit. Dann geht es nicht. Es geht halt nur, wenn er dann nicht schreit. Oh, damn it. Hatte ich mal auf, Besado? Oder hatte ich mal auf? Machst jetzt auf? Machst jetzt auf? Er macht auf, er macht auf, er macht auf. Komm auf 100, auf 100, auf 100 wenigstens. Und wir haben wenigstens einmal 63 Damage in ihn, auf sein Herz gemacht. Weil insgesamt hält der Typ irgendwie... Lass mich lügen. Insgesamt hält der Typ irgendwie... wie hält er aus? Auf jeden Fall einiges. 600? Knapp 600 EP hat er, glaube ich. Säureregen. Das ist der Bullshit vom Herrn. Er kann halt auch noch zaubern. Beziehungsweise Alchemie benutzen. Und wenn er dies tut, man mag es gar nicht glauben, dann kriegen wir mächtig auf den Sack. Ich kann halt jetzt hier so ein bisschen auf Leveln gehen, ne? Irgendwie mehr oder weniger hoffen, dass wir hier irgendwie ein bisschen hochleveln dabei. Das wäre ziemlich geil. Wieder auf alles. Halt, klappt einfach nicht, ne? So wird das nichts. Wieder auf alles. Oh, Volo Vesado, leveln Sie doch jetzt einfach hoch. Komm schon. Ich werde einfach mal alles... Oh, mein Hund ist down. Unter diesen Umständen. Liegt er jetzt in Hundekuchen? Hat wieder voll Energie. Ich selber... Gönne mir, denke ich, auch nochmal lieber ein Blatt. Weil ich Angst vor dem Säureregen habe, ganz ehrlich. Meine scheißgesunde Angst vor dem Säureregen. Ja, und da ist er natürlich auch wieder. Gerade wo das Ding aufgeht. Gerade wo das Ding aufgeht. Und ich hätte reingekonnt. Kommt der Regen. Wie es sich gehört. Oh. Nektar gefunden. Nice. Nice, 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 nice. Aber wir sollten doch jetzt langsam mal... Das Level-Up muss doch jetzt auch bald mal kommen. Ich meine, so viele, wie ich von denen hier jetzt weggeranzt habe. Ich will ja nicht nerven, aber wenn ich jetzt... Wenn er mich jetzt treffen würde, wäre ich nämlich schon wieder instant down. Spira erreicht Level 6. Perfekt. Mal auf jetzt hier. Jetzt mach mal auf. Jetzt machen wir das hier anders. Wobei, ich will gucken, was das ist. Blatt gefunden. Okay, nice. Vesado, Sie müssen doch jetzt auch mal langsam aufleveln. Das kann halt nicht sein. Darf nicht sein. Geh doch jetzt mal auf, Kumpel. Ich weiß, ich muss auf ihn draufschlagen. Natürlich machst du dann wieder Säureregen. Immer, wenn sich doch nur der Hauch einer Chance bildet, dass ich was machen kann. Immer. Okay. Erstmal wieder ein Blatt. Erstmal wieder ein Blatt und jetzt versuchen wir es wieder mit der Schlammbombe. Auf alles, was sich hier so bewegt. Schlammbombe. Alle. Okay. Wenn er mich wegschleudert, ist das halt auch... Dann kannst du nichts machen. Dann kannst du doch nichts machen. Vielleicht sollte ich wirklich nur auf die Herzkammer gehen. Vulgos Herzkammer. Ich kann halt nichts dagegen tun, wenn er das macht. Das ist halt... Es ist halt einfach so. Da kann ich nur... in die Röhre gucken. So, Schlammbomben einfach rausklopfen. Wieso kann ich nur auf den einen? Das wollte ich natürlich so nicht, ne? Ist ja eventuell klar.
Warum sollte ich das so machen? So dauert es halt. Okay, er ist offen. 100 und 34 Schaden rausgekloppt. Alter, nicht schlecht. Und da kommt der Säureregen. Hund ist down. Ne, Hund ist noch nicht down. Aber fast. Und ich halt auch. Achso, den Hundekuchen kann ich nur benutzen, wenn er wirklich tot ist. Na gut. Dann muss ich das noch abwarten. Oh, ist offen. Wieder 42 Schaden rausgehauen. Mega gut. Okay, Hundekuchen können wir einsetzen. Ist ein harter Kampf. Ist definitiv ein harter Kampf. Leck mich am Arsch. 108. Perfekt, perfekt. Jetzt hat er ihn scheinbar auch... Er lässt ihn jetzt scheinbar die ganze Zeit offen. 103. Und ich kriege halt auch einiges ab. Deswegen lieber auch nochmal an dieser Stelle noch einmal den Hund... ein Blatt verwenden. Safety first. Aber dann sollten wir ihn doch... Ja, genau. Dann sollten wir doch langsam haben. Woll erreicht Level 7. 750 Krallen. Vulgor. Komplett... vernichtet. Zerstört. Ich will jetzt nicht sagen, dass er nicht den Hauch einer Chance hatte, denn den hatte er definitiv. Aber wichtig ist, wer am Ende siegreich ist. Und das war nun einmal ich. So sieht es nämlich aus. Und wir finden eine Axt. Tarantel-Axt ein. Die können wir auch sehr gut gebrauchen. Denn die Axt hat eine Fähigkeit. In Klammern. Genau. Du bist ein großer Krieger. Dank für die Rettung. Ein schlauer Bär aus dem Dschungeldorf. Bin ein Mitglied der alchemistischen Gilde. Ich bin Wolle und das ist mein Hund Spira. Und erfreut euch kennenzulernen. Ich suche gerade nach Zutaten, als mich das Monster angriff. Wenn ihr nicht vorbeigekommen wärt, hätte das Ding mich gefrühstückt. Nimm bitte dieses Geschenk von mir an. 10-mal Wachs und 10-mal Öl. Nice. Naja, ist gut, ist jetzt nicht die Welt, ne? Viel Glück, Wollo. Ist halt echt nicht die Welt. Wenn man bedenkt, was wir hier getan haben, dann... ja. Aber gut. Da willst du nicht meckern. So, damit haben wir Zora Zottelzopfs Auftrag erfüllt. Und... ja, das bedeutet, die Axt hat noch eine gute Fähigkeit. Ihr werdet gleich sehen. Na, irgendwann werdet ihr es mal sehen, wenn wir an so eine Stelle kommen. Sie bringt uns nämlich weiter. Tatsächlich. Im Spiel. Ohne sie kein Vorankommen. Bleiarmband. Das klingt doch ganz nett. Merkt ihr eventuell, dass ich das Ringsystem endlich verstanden habe? Cool, oder? Bleiarmband. Rüsten wir aus. Ich finde es ganz interessant, dass da immer nur steht von 0 auf 2 und so. Aber ich weiß gar nicht, was sich daran jetzt ändert. Ist das, ich glaube nicht, dass es das der Angriff ist, ne? Ich glaube, Kleidung wird halt wirklich nur rein auf Verteidigung gewertet. Schätze ich jetzt mal. So anders kann ich es mir nicht so wirklich erklären. Wie das gedacht ist. Weiß nicht. Ihr vielleicht? Wenn ihr das wisst, ne, durchaus ruhig in die Kommentare schreiben. Weil, also ich weiß schon über das Spiel Bescheid, ne, das auf jeden Fall. Aber mich jetzt als der absolute Überexperte aufspielen, würde ich jetzt nicht. Auf gar keinen Fall. So, wir können auch wieder natürlich zum Knochenknüppel zurück, aber wir bleiben jetzt erstmal bei der Axt. Der Knochenknüppel ist ja auch auf Stufe 2. Jetzt müssen wir nur noch irgendwie versuchen, unsere Alchemie auch auf Stufe 2 zu kriegen. Das wäre natürlich äußerst schön, wenn wir das hinkriegen. Okay, ich habe keine Ahnung, wo der Scheiß ist, deswegen egal. So, und hier sehen wir nämlich jetzt, wofür die Axt gut ist. Wir haben ja auch im Dschungel solche Stellen gehabt,
Und sowas können wir jetzt einfach wegmachen. Da möchte ich doch mal sagen, das finde ich gut. Das finde ich gut. Und tatsächlich finde ich das ziemlich gut. So, wisst ihr, was ich auch super gut finden würde, wenn wir das noch irgendwie hier aufleveln würden mal? Hitzeblitz erreicht Level 1. So, jetzt! Passt auf. Jetzt geht ihr nämlich der Punk ab. Und vielleicht noch nicht wirklich. Und 15! Boah! Haut jetzt richtig rein. Man muss halt immer weitermachen, ne? Bis es irgendwann was bringt. Also, wir werden eine Dings wahrscheinlich voll leveln, oder ich werde es zumindest versuchen, und zwar die Höllenfaust. Denn die kloppt sehr gut rein, vor allen Dingen dann auf der höchsten Stufe. Also, Zauber auf der höchsten Stufe lohnt sich mächtig. Jetzt aktuell, so ist es eher... Ich weiß nicht, ist ein bisschen mühselig, die hochzutrainieren, die Zauber. Das kann man auf jeden Fall sagen. Das ist schon... Jetzt schon nicht das Geilste der Welt. Aber hey, ne? Das ist das Spielprinzip. Das ist das Spielprinzip. So war das früher. Und da ich ja immer alles, was früher war, gut finde, darf ich ja jetzt... Muss ich meinem Ruf ja auch treu bleiben. Ganz klar. So, kommen wir hiervon wieder zurück ins Dorf? Nö. Wir sind in einem völlig anderen Bereich. In einem totalen... Secret-Bereich, wo hier irgendwas sei. Asche, wow. Sonst noch was Tolles? Meine... Zwei Stücke Leben. Na gut. Hier irgendwie was? Zwar drei Tropfen Öl. Okay, alles klar. Ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück. Bester Bereich, in dem ich jemals war. Definitiv. Definitiv. Steht komplett... Außer Frage. So, gucken wir mal, was hier noch so ist. Wir können dann sogar auch, glaube ich, theoretisch wieder zurück zum Anfang gehen. Weil es da ja auch noch Bereiche gab, die wir nicht wirklich erkundet haben. Und auch da kann natürlich sich noch das eine oder andere super tolle befinden. Ganz klar. Ganz klar. Aber ich glaube, hier geht es jetzt wirklich zurück zum Dorf. Ja, wir sind wieder beim Dorf. Spira! Komm, wir müssen zu Feuerauge. Das war der Plan. Entspann dich. Entspann dich. Hier ist Feuerauge, das weiß ich ja, Gott sei Dank. So, Feuerauge, dann erzähl mal, wie gut du das findest. Wie ich sehe, warst du in Vulgos Höhle erfolgreich. Tja, ich bin eben toll. Ich habe dort eine tolle Axt gefunden. Hey, die sieht ja toll aus. Schlauer Bär ist wieder in seiner Hütte südlich vom Dorf. Aber inzwischen haben wir ein neues Problem. Der Vulkan im Norden kühlt langsam ab. Wenn das so weitergeht, haben wir bald eine neue Eiszeit. Es tut mir ja wirklich leid für euch, aber ich muss jetzt zurück nach Großostheim. Du solltest trotzdem erst einmal nach der Quelle dieser Kältewelle forschen. Ich komme übrigens auch aus Großostheim. Mein Großvater bewohnt das Labor auf dem kleinen Hügel. Er hat eine Maschine gebaut, mit der man in eine selbstgeschaffene Welt reisen kann. Wenn nun mein größter Wunschtraum war es, immer einmal in die Steinzeit zu reisen. Aber aus den 3 Stunden, die ich hier verbringen wollte, sind inzwischen 30 Jahre geworden. 30 Jahre? Trotzdem spüre ich auch hier ab und zu den Einfluss der reellen Welt. Dieser plötzliche Kälteeinbruch könnte das Werk einer Person aus der reellen Welt sein. Und diese Person kontrolliert anscheinend die bösen Vulkanwechsel. Im Vulkanzentrum könntest du die Antwort dafür finden. Und vielleicht findest du dort auch jemanden, der dich nach Hause bringen kann. Aber das Wichtigste ist, dass du unser Dorf rettest. Es hört sich genauso absurd wie die Handlung aus Heiße Hexen schmecken nicht an. In dem Film landen 5 Astronauten auf einem Planeten, der genauso aussieht wie die Erde. In einem Vulkankrater entdecken sie dann eine Hexe, die gerade mit Eiterbeulen... Ich glaube, ganz so ekelhaft wird es wohl nicht werden. Falls du trotzdem irgendwelche Probleme haben solltest, kannst du mich mit deiner Zauberperle herbeirufen. 6 Zauberperlen. Ah, genau, mit den Zauberperlen kann man sie irgendwie rufen und die macht dann einen Zauber oder so. Wenn du meine Hilfe brauchst, dann wirf eine Perle auf die Erde.
Ich werde sofort kommen und dir mit meinen Zauber- und Zaubersprüchen helfen. Aber wie kann ein Mädchen wie du uns helfen? Du bist doch viel zu klein. Das ist ganz einfach. Soll ich dir zeigen, warum ich die Dörfler Feuerauge nennen? Dann zeig mal Feuerauge. Ich habe einen Verdacht. Hier zur Seite. Sie hat den Hitzeblitz schon auf einer höheren Stufe, würde ich jetzt mal so behaupten. Ruf mich mit einer Zauberperle, wenn du mich brauchst. Ja, und das ist unser nächster Auftrag, offenkundig. Wir sollen den Vulkan vor dem Abkühlen bewahren. Gut, das werden wir auch tun, aber das tun wir logischerweise erst im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.